Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist linear mit konstanten Koeffizienten und sie ist nicht homogen. Aber der von y unabhängige Teil ist nicht das Produkt eines Polynoms und einer Exponentialfunktion. Also wenden wir hier das Verfahren Variation der Konstanten an. Dieses Verfahren wurde in den folgenden Tutorials im Detail erklärt. Wir beginnen hier mit der Bestimmung der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung. Wir suchen also die allgemeine Lösung von dieser Differentialgleichung. Die charakteristische Gleichung schreibt sich sofort so, und so erkennen wir, dass 1 Nullstelle mit Vielfältigkeit 1 dieser Gleichung ist. Also wissen wir, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung sich schreibt als Polynom ersten minus ersten, das heißt nullten Grades in x, mal e hoch 1 mal x, also so. Und somit haben wir die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung schon gefunden, die wir hier festhalten. Jetzt suchen wir eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Gleichung und dazu sollen wir die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung in dieser Form schreiben. Aber sie steht schon in dieser Form, also können wir sofort damit starten. Jetzt bilden wir dieses Gleichungssystem. Gleichungssystem, das aber nur eine einzige Gleichung enthält, weil diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung eine einzige Konstante enthält. Dieses System reduziert sich also auf diese letzte Gleichung, die wie folgt aussieht: c, dieses c, mal die 1 minus 1, also die nullte Ableitung von u von x, die nullte Ableitung von e hoch x, das ist e hoch x, und dann gleich Bruch, dieses f von x stammt aus der Angabe, das ist also dieser Bruch, der dann nochmal geteilt wird durch die Vorzahl der Ableitung höchster Ordnung aus der Angabe, durch cn. In unserem Fall ist das die Ableitung höchster Ordnung und die Vorzahl ist 1. Also wird dieser Bruch, das f von x, nochmal geteilt durch diese 1. Wir sollen diese Gleichung nach c auflösen, was sehr schnell gemacht ist. Und wissen durch diese Formel, dass eine partikuläre Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung sich schreibt in diese Form, also hier Stammfunktion von c von x dx, also Stammfunktion von diesem Bruch dx mal u von x mal e hoch x, also so. Halten wir diese Form der partikulären Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung schon mal hier fest. Ist gemacht. Jetzt müssen wir noch diese Stammfunktion berechnen und um die zu berechnen, nehmen wir die Substitution t gleich e hoch x vor. Wenn t gleich e hoch x ist, dann ist die Ableitung von diesem t gegenüber der Variablen x die Ableitung von e hoch x, das heißt e hoch x. Und somit wissen wir, dann muss dx gleich sein zu dt geteilt durch e hoch x, aber e hoch x, das ist klein t. So finden wir, dass dx dasselbe ist wie 1 auf klein t mal dt. Also können wir jetzt hier diese Substitution vornehmen und somit bleibt diese Stammfunktion zu berechnen. Um die zu berechnen, schreiben wir diesen Bruch etwas anders. Es ist möglich, diesen Bruch zu schreiben in Form von eine konstante Zahl geteilt durch diesen Nenner 1 minus t plus ein Polynom ersten Grades geteilt durch diesen Nenner t². Jetzt müssen wir nur noch diese Zahlen a, b und c herausfinden. Dazu machen wir alles gleichnamig, das heißt hier multiplizieren wir unten und oben mit t² und hier multiplizieren wir unten und oben mit 1 minus t.
lassen dann den gemeinsamen Nenner fallen und finden somit diese Gleichheit. Hier wenden wir noch die doppelte Distributivität an und finden diese Gleichheit. Das ist die Gleichheit von zwei Polynomen. Zwei Polynome können aber nur gleich sein, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Schauen wir zuerst für t². Die Vorzahl links ist a minus b und die Vorzahl rechts ist 0. Also muss a minus b gleich 0 sein. Jetzt schauen wir die Vorzahlen von klein t. B minus c muss gleich 0 sein. Und jetzt noch die unabhängigen Termen. C gleich 1. So stoßen wir auf dieses Gleichungssystem. Und da c 1 ist, muss b auch 1 sein. Und da b 1 ist, muss a auch 1 sein. So stoßen wir also auf a gleich 1, b gleich 1 und c gleich 1. Um diese Stammfunktion zu berechnen, verwandeln wir also zuerst diesen Bruch in dieser Summe, in der wir a, b sowie auch c durch 1 ersetzen dürfen. Somit finden wir diese Stammfunktionen, die noch zu berechnen sind. Hier klammern wir ein Minus aus, so wird der Nenner zu t minus 1 und hier steht t auf t² plus 1 auf t². Diese Rechnung reduziert sich also auf diese hier. Die erste Stammfunktion ergibt minus ln vom Betrag von t minus 1. Die zweite Stammfunktion, das ist die Stammfunktion von 1 auf t dt, das ergibt ln vom Betrag von t. Und das hier ist die Stammfunktion von t hoch minus 2, also minus 1 auf t. So stoßen wir auf diese Stammfunktion, ausgedrückt mit klein t. Wir haben diese Stammfunktion also gefunden, in klein t. Jetzt müssen wir nur noch t ersetzen durch das, was es ist, als Funktion von x und finden somit als diese Stammfunktion diese da. Wir haben hier minus ln vom Betrag von e hoch x minus 1. Hier steht der Betrag von e hoch x, aber für egal welche reelle Zahl x, ist e hoch x immer streng positiv. Die Betragsstriche entfallen also und ln von e hoch x, das macht x. Somit finden wir diese Stammfunktion, die zu berechnen war. Wir wissen also, dass eine partikuläre Lösung dieser nicht homogenen Differentialgleichung sich schreibt in Form von dieser Stammfunktion, das heißt diese Summe, mal e hoch x. Halten wir das hier so fest und jetzt können wir e hoch x noch auf diese Summe verteilen und somit finden wir diese partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Wir halten diese partikuläre Lösung hier fest. Und jetzt sind wir fast am Ende angelangt, denn wir wissen, dass die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung sich einfach schreibt als Summe von yh von x und yp von x, also so. Solche Übungen nehmen wirklich viel Zeit in Anspruch und am Ende ist man recht froh, wenn man es gefunden hat.